Willkommen zum Teil 2 über die Systembesiedelung Kolonisierung. Nachdem man sich ja bei diesem Systembesiedelungskontakt für ein System entschieden hat, muss man den Primärhafen konfigurieren, also auswählen, den man dort als allererste Station bauen will. Und das hatte ich im ersten Teil, der auch in der Videobeschreibung unten hier nochmal verlinkt ist, der erste Teil für die Systembesiedelung. Da hatte ich das ja recht kurz gehalten nur, um das nicht ausufern zu lassen, das Video in der Dauer. Und jetzt gehen wir im Detail nochmal auf die richtige Auswahl des Primärhafens ein. Es gibt hier zwei verschiedene Hauptarten von Stationen, die man jetzt auswählen kann. Entweder einen Sternenhafen bauen oder einen Außenposten bauen. Hier habe ich jetzt mal eine Übersicht über die maßgeblichen Eigenschaften dieser verschiedenen Stationen, wo man sich dann eben auswählen kann, welche man bauen möchte. Man entscheidet sich an dieser Stelle dann eben schon über die Wirtschaft, die das System dann mal haben soll und auch die Station haben soll. Wobei das mit dem System später auch immer noch durch zusätzliche Aufbauten, die man da anbringt, ändern kann. Das lässt sich noch ändern. Darüber reden wir dann im dritten und vierten und so weiter Teil von diesem großen Guide über die Kolonisierung. Allerdings, das ist dann erstmal die initiale Wirtschaft. Kolonie bedeutet in dem Fall allerdings keine Wirtschaft. Das heißt, baue ich da einen dieser Sternhäfen, abgesehen von der Asteroidenbasis, ist das alles immer erstmal eine Kolonie. Und das bedeutet dann, im Warenangebot der Station gibt es nichts weiter als Biomüll und Wasserstofftreibstoff und sonst nichts. Was dann endgültig angeboten wird in diesen Koloniestationen, wovon es zwei Außenposten gibt, wie man sieht, und drei Sternhäfen, das entscheiden dann zusätzliche Installationen, die man direkt im selben Orbit von der Station, die man dann gebaut hat, anschließend baut. Darüber gibt es dann mehr im dritten Teil von diesem Guide über die Kolonisierung. Man hat ja 4 Wochen Zeit, dann diese Primärstation fertig zu bauen. Allerdings ist das bezüglich dieser zwei großen Sternhäfen Ocellus und Orbis schon ein Problem, weil dieses Material in Tonnen, was ich hier aufgeführt habe, das stammt eben aus den Ingame-Bildern. Das stimmt allerdings nicht so. Das ist deutlich mehr, was man wirklich dann als Material braucht. Zum Beispiel für so einen Orbis sind es dann auf einmal über 240.000 Tonnen, die man dann hin und her schippern muss. Um eine Asteroidenbasis zu bauen, sollte man auf jeden Fall im System einen Ringplaneten haben oder eben auch ein Asteroidenfeld, weil nur dann da sich diese Asteroidenbasis anordnet. Und da wird natürlich erstmal das System auch ein Förderungssystem und die Asteroidenstation hat natürlich dann die Wirtschaftsförderung, das heißt, aus dem Ring oder aus dem Asteroidenfeld werden dann eben die Rohstoffe gefördert. Die Sternhäfen haben allesamt große L-Landeplätze und alle eine Werft. Und dann gibt es diese zwei Stufen, Stufe 2 und Stufe 3. Da kommen wir später noch genauer dazu in dem nächsten Video über den Ausbau. Das ist im Augenblick noch nicht so wichtig mit den Stufen. Hier zählt im Grunde genommen jetzt bei diesen Sternhäfen eigentlich nur, dass man sehr viele Rohstoffe zum Bauen braucht oder eben wenige für die Coriolis. Die zwei Stufe 3, die brauchen dann eben sehr viel Rohstoffe und solo sind die in 3 Wochen nur mit irrsinnigem Aufwand zu schaffen. Der Unterschied zwischen denen sind die Details und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Die Coriolis-Station, wie gesagt, ein Sternhafen mit Werft und L-Landeplätzen. Da gibt es 3 Ausfertigungen davon in der reinen Optik von außen. Das eine ist die mit keinem Träger, dann gibt es nochmal den Doppelträger und den Vierfachträger. Das sind dann eben die Verstrebungen, die da zur Seite gehen. Das sind da die Unterschiede. Die Details, das sind Punkte, die im Grunde diese Station, wenn man sie baut, an das System vergibt. Die besprechen wir gleich im Anschluss nochmal genauer. Und dann haben wir hier die großen Stufe 3 Sternhäfen, den Ocellus zum einen, der wahnsinnig viel Rohstoffe zum Bauen braucht und dann den Orbis Sternhafen, der ebenfalls sehr viele Rohstoffe zum Bauen braucht.
Von diesem Orbis gibt es dann noch zwei optische Varianten, Apollo und Artemis. Diese großen Stufe 3 unterscheiden sich im Grunde dadurch, dass es unterschiedliche optische Erscheinungsformen, Ausprägungen davon gibt. Ansonsten unterscheiden sich diese großen Stufe 3 Sternhäfen voneinander überhaupt nicht. Diese Details sind der Einfluss der jeweiligen Einrichtung auf das System, und zwar im Hinblick auf Bevölkerung, Sicherheit, Techniklevel, Vermögen, Lebensstandard, Entwicklungsstufe. Das ist also so, je nachdem, was man baut, hat das einen unterschiedlich starken Einfluss, und der wird hier durch die roten und blauen Pfeile in Punkten festgemacht. Und da sieht man, es gibt eigentlich auch nur einen Unterschied zwischen der kleineren und schneller zu bauenden Coriolis-Station und der Stufe 3 Stationen Ocellus und Orbis. Ich habe jetzt nur die Ocellus hier noch nebendran gestellt, weil die Orbis genau dieselben Werte hat. Ja, man kann also im Grunde genommen durch den Bau von Einrichtungen, und das betrifft dann alles, was man bauen kann im System, einfach beeinflussen, wie das System sich gestalten soll im Hinblick auf die hier verschiedenen dargestellten Eigenschaften im System. Von der Wirtschaft her Kolonie sind diese Sternhäfen alle, und insofern wird dann das, was angeboten wird im Warenmarkt von diesen Stationen, dann erst später entschieden durch einen Installationssatelliten, den man in denselben Orbit vom selben Mond bzw. selben Planeten baut. Der entscheidet dann eben, was im Warenmarkt verfügbar ist. Baut man da zum Beispiel dann eine Weltraumfarm noch dazu, dann gibt es anschließend in diesen Stationen Getreide, Wasser und Obst und Gemüse und diese Sachen. Bei den Außenposten gibt es 6 verschiedene, und da funktioniert das Ganze ein bisschen anders als bei den Sternhäfen. Und zwar haben wir hier zunächst einmal einen Handelsaußenposten und einen zivilen Außenposten. Die beiden verhalten sich genauso wie die Sternhäfen. Die sind also Kolonie, und der Warenmarkt ist da erstmal praktisch leer. Und was man dann als zusätzlichen Satellit, als Installation dann in den Orbit reinsetzt von einem dieser beiden Außenposten, Handel oder Zivil, das entscheidet dann, was im Warenmarkt von diesen beiden Stationen auftaucht. Setzt man da also zum Beispiel in den gleichen Orbit eine Forschungsinstallation dazu, das ist eine Hightech-Installation, dann hat man anschließend eben im Warenmarkt von einer dieser beiden Außenposten Hightech-Güter, die dann verkauft werden dort. Zwischen diesen beiden Kolonie-Außenposten gibt es da kleine Unterschiede in den Details und natürlich in der äußerlichen Optik. Die ist ja allerdings nicht so wichtig, und die Details, die sind dann hier maßgebend. Wie man sieht, hat der zivile Außenposten auf jeden Fall weniger an Lebensstandard, den er bringt, weniger Vermögen. Allerdings hat er einen Zusatzpunkt, nämlich die Entwicklungsstufe. Da kriegt er noch einen Punkt dazu. Das gibt also da in dem System, also für die Eigenschaften des Systems, übertragen sich dann diese Dinge auf das System, und das System ist dann eben eine Entwicklungsstufe weiter mit einem Punkt mehr. Das ist bei dem Handelsaußenposten dann eben nicht so. Dafür hat man allerdings dann einen besseren Lebensstandard und auch ein höheres Vermögen in diesem System. Anders ist das bei diesen 4 Außenposten, dem Industrie-, dem Kriminellen-, dem Forschungs- und dem Militäraußenposten. Diese Außenposten sind nach dem Bau dann sofort im Warenmarkt bestückt mit den passenden Waren, also industrielle Waren beim Industrieaußenposten, Schmuggelware, also verbotene Güter, bei dem kriminellen Außenposten, dann beim Forschungsaußenposten, das ist Hightech, da gibt es dann Hightech-Güter im Warenmarkt, und beim Militäraußenposten gibt es dann diese militärischen Sachen, wie zum Beispiel eben diese Kriegswaffen und derartige Güter. Da braucht man also nicht zusätzlich nochmal einen Installationssatelliten für ein Warenangebot da in den Orbit noch zusätzlich mit reinzusetzen, wie man das bei den vorangegangenen ganzen Koloniestationen machen musste, um überhaupt da ein Warenangebot in den Warenmarkt zu kriegen. Und natürlich haben diese 4 Stationen auch wieder Punkte, die sie auf das System übertragen, und die sind natürlich unterschiedlich. Da haben wir also bei der Piratenstation zum Beispiel eine Änderung der Sicherheit zum Negativen mit den 2 roten Punkten.
Das bedeutet natürlich, das geht dann in Richtung Anarchiesystem. Und bei dem Militäraußenposten genau das Gegenteil, beispielsweise eine Erhöhung der Sicherheit in Richtung mehr, ja, mittlere Sicherheit oder sogar dann eben hohe Sicherheit. Das hängt noch von anderen Bauten ab, die man zusätzlich macht. Man ist auch an diese Grundeinstellung, die ja einfach erstmal nur die Primärstation hier ins System reinbringt, auch nicht gebunden, weil es gibt ja noch jede Menge Bauplätze, wo man dann eben in den Weltraum solche Installationssatelliten verschiedenster Art reinhängen kann. Und die haben natürlich auch jeder wieder die entsprechenden Punkte, die sie mitbringen für Sicherheit oder für weniger Sicherheit und für bessere Entwicklungsstufe und höheren Techniklevel und so weiter. Und so kann man das natürlich auch wieder, was vielleicht eine Station als negativ bringt, ins Positive verkehren durch die Installation, also durch den Bau verschiedener Installationssatelliten. Das geht dann zum Beispiel dann eben dadurch auch. Das war jetzt mal erweitert zu der Primärstation. Es gilt natürlich im Grunde genommen dasselbe, auch das Gesagte für den nachträglichen Bau von einer dieser Stationen. Also wenn man die nochmal anschließend erst später ins System reinsetzt. Da gilt das natürlich genauso mit diesen Punkten und dem Ganzen und der Wirtschaft und so diese Geschichten. Hier stelle ich jetzt nochmal die Übersicht dar, der Bauten, die man da eben haben kann und was sie dann eben selbst für eine Wirtschaft haben oder eben nicht, wenn es Kolonie ist und was sie für eine Wirtschaft dann gegebenenfalls ins System mit reinbringen oder nicht. Und zum guter Letzt wählt man sich also dann hier so irgendeine Station dann aus, guckt sich die nochmal an und klickt dann zum Schluss auf Anspruch bestätigen. Und in diesem Moment kann niemand anders mehr dieses System für sich beanspruchen. In diesem Augenblick hat man es also eigentlich erst wirklich beansprucht, obwohl man noch gar nicht reingeflogen ist. Und der nächste Schritt ist, reinzufliegen und eine Boje zu setzen. Aber mit dem Boje setzen ist dann das System nicht übernommen, sondern im Endeffekt schon reserviert ist es in diesem Augenblick, wo man die Auswahl des Primärhafens abgeschlossen hat und dann diese Meldung kommt, dass man jetzt innerhalb von 24 Stunden die Boje setzen soll. Richtig übernommen hat man das System natürlich endgültig erst, wenn die Primärstation fertig gebaut ist nach 4 Wochen maximaler Zeit. So sieht das aus, dann danke erstmal wieder hier fürs Zuschauen. Wenn es Anmerkungen gibt und so weiter, gerne einen Kommentar hinterlassen, in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sage ich dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.